Herzlich willkommen zu dem Aufbauvideo der Liantec Stripe LED Sets. Das Video ist auf so ziemlich alle Sets anwendbar und ich erkläre euch mal Schritt für Schritt, wie ihr vom Bausatz zur fertigen Lampe kommt. Das Ganze versuche ich nicht technisch zu erklären, sodass auch wirklich jeder alles versteht. Zum Anfang braucht ihr erstmal ein Multitool bzw. einen Imbusschlüssel. Die Alustangen im Hintergrund sind praktisch das Grundgerüst. Diese werden miteinander verbunden und bilden die Grundlage für die Montagen der Stripes. Ihr braucht jetzt diese Eckwinkelverbinder hier und euer Multitool. Dann kann es schon losgehen. Ihr nehmt euch jetzt ein Schräubchen und führt es genau wie im Video zu sehen hier in den Winkel ein. Und im nächsten Schritt zieht ihr das Gegenstück etwas an, sodass es noch locker drauf sitzt. Denn das kommt nämlich genau hier in die Führung rein. Dann, wenn ihr es reingeschoben habt, könnt ihr es festziehen, sodass sich das Stück wirklich von innen richtig schön rangezogen hat. Das Ganze macht ihr dann auf der Seite auch und zieht es dann auch fest. Und so macht ihr das dann mit den ganzen Winkeln, sodass der Rahmen schön bombenfest ist. Nun schnappt ihr euch aus eurer Verpackung solch einen Metallstreifen und sucht diese Klebebänder hier raus und dann beklebt ihr die Metallstreifen. Macht das mal gleich bei allen Streifen, sodass ihr später weniger Arbeit habt. Als nächstes schnappen wir uns so einen wunderbaren Samsung Stripe. In unserem Fall hier LM65C. Ziehen die Dinger ab, sodass die zweite Klebefläche hier freigelegt wird. Packen das aus. Und setzen es schön vorsichtig drauf. Mit den Fingern an der Seite ein bisschen abtasten, wirklich, dass ihr schön mittig und bündig den Streifen raufsetzt, von der Mitte aus starten und dann zum Rand hin festdrücken. Achtet, wenn ihr von oben auf die LEDs drückt, darauf, dass ihr Handschuhe oder ein Tuch benutzt, dass eure Fettfinger nicht so doll auf die LED-Chips touchen. Das ist nämlich nicht sonderlich gut. Und so sieht es aus, wenn es fertig aufgeklebt ist. Hält auch bombenfest und hat natürlich den Sinn, die Abwärme der LED aufs Metall weiterzuleiten, sodass hier ein Kühleffekt entsteht. So sieht das Ganze fertig aus, wenn ihr die ganzen 10 Streifen in meinem Fall fertig beklebt habt. Jetzt brauchen wir die Rahmenkonstruktion und eure fertig beklebten Streifen. Dann nehmt ihr euch die Halterung, nehmt 2 Stück raus pro Streifen und setzt sie genauso wie ich das mache hier an die lange Seite ran. Einfach reinklicken, umdrehen und schon ist das Ganze fest. Jetzt nehmt ihr euch euren Streifen her und klickt ihn wirklich ein bisschen mit Druck schön ordentlich rein, sodass das Ganze auch hält.
Jetzt nehmt ihr mal euer Netzteil und den Netzstecker her. So. Hier habt ihr oben das Netzteil, unten der Netzstecker. Und das sollte eigentlich relativ selbsterklärend sein. Dieselben Farben einfach aneinander. Eine Vargo-Klemme. Jetzt nehmen wir hier grün-gelb. Klicken die Vargo-Klemme fest. Nehmen vom Netzstecker grün-gelb. Und machen das ebenfalls in der Vargo-Klemme fest. So, jetzt haben wir praktisch die beiden verbunden. Und genau so macht ihr das mit den anderen auch. Jetzt haben wir praktisch gelb, grün, gelb verbunden, braun, rot und blau. So, wechseln wir mal wieder rüber auf unsere schöne Konstruktion. Neben uns unser Kabel, was mitgeliefert wurde, und ein Kabelknipser. Das kann einfach, Hauptsache, es kann auch eine Schere sein, Hauptsache, ihr kriegt das Kabel durchgeschnitten und jetzt machen wir hier die Isolierung ab. Verzwirbeln das oben ein bisschen, damit das Kabel beim Reinstecken in die Öffnungen nicht zerfranst und ein bisschen stabil ist. Natürlich auf der anderen Seite auch. Jetzt wird es wichtig, ihr geht oben ins Minus rein, richtig mit aller Kraft bis zum Anschlag und jetzt oben allerdings ins Plus. Ihr werdet euch fragen, wieso unten bei dem ersten Streifen das Plus freigelassen wird. Das ist der Pol, wo wir praktisch unsere Stromquelle dann anschließen. Also das Netzteil. Wenn alles fertig ist, sieht das so aus. Und das oberste lassen wir auch frei. Jetzt kommen wir mal zum Dimmeranschluss. Hier braun ist Plus und blau ist wieder Minus. Und jetzt müsst ihr auf die Output-Beschreibung achten. Da steht nämlich Dimm Plus und Dimm Minus. Also kommt da der Dimmer ran. So, wir verbinden natürlich jetzt Rot mit Braun, weil das beides Plus ist, und Blau mit Blau für Minus. Jetzt schnappt ihr euch euer Kabel, macht davon ein großes Stück ab und steckt es unten ins Plus hinein. So, dann stecken wir das Ende in eine Vargo-Klemme und verbinden dieses auch mit dem Plus vom Netzteil. Jetzt steckt ihr oben wieder ein langes Stück Kabel hinein in den Minuspol. Macht eine Vargo-Klemme daran fest. Nehmt das blaue Kabel des Netzteils, was natürlich Minus ist. Und steckt es hier fest und klemmt es zu. So, dann geht natürlich Plus zu Plus. Und Minus geht zu Minus. Jetzt stecken wir es an. Und tada! Die Lampe leuchtet. Ja, das war's auch schon im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen. Grüße gehen raus an den Steven von Lientech, der das Ganze ermöglicht hat. Und ich wünsche euch noch was. Bis dahin, ciao, ciao.